Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Powerwash Simulator hier auf unserem LP. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir kümmern uns diesmal um den Spielplatz, denn wenn wir den fertig haben, dann können wir uns den nächsten Hochdruckreiniger leisten. So. Das, ja. Parkwächter, Schmutzfinder, ich stehe vor einer Situation, die ehrlich gesagt lächerlich ist. Weißt du, einige der einheimischen Kinder leiden an einer merkwürdigen und unansehnlichen Form von Dermatitis. Und einige quengelige Leute haben das auf den Zustand der Freizeiteinrichtung zurückgeführt. Das ist natürlich alles Unsinn. Aber wenn wir ihnen nachgehen und das Ganze einmal gründlich abspritzen könnten, wäre ich äußerst dankbar. Alles klar, dann spritzen wir mal auf dem Kinderspielplatz ab. Klingt irgendwie falsch. Ignorieren wir das mal. So, ja. Wir schauen uns hier erstmal um. Okay, Bank, Zäune und so müssen wir nicht machen. Asphalt hier auch nicht. Abfallbehälter. Okay, wir haben den Boden, wir haben das Drehding. Wie heißt das? Karussell? Echt? Einfach nur... Okay. Das ganze Klettergerüst, das wird am meisten wahrscheinlich abverlangen. Und die Stegorutsche. Und ein Fußball. Haben wir ein Tor, wo ich den reinschießen kann? Nein. Ey. Oh, das geht nicht. Doch. Warte, erstmal muss ich mich umsehen. Was ist denn da hinten eigentlich? Auch ein Spielplatz. Ich finde das Spiel irgendwie in manchen Punkten ziemlich verdächtig. Warum? Ich weiß es nicht, aber irgendwie wirkt das manchmal komisch auf mich. Deswegen möchte ich mich lieber mal umsehen. Ich habe bei der letzten Map so komische Geräusche gehört, die sich seltsam anhören. Und dann habe ich irgendwo in einem anderen Garten versteckt so einen Gartenzwerg gesehen, der mich angestarrt hat. Hm. Wirklich nicht einfach so, sondern es sah wirklich seltsam aus. Ich traue dem Jungen nicht. Deswegen... Der ist nicht hier. Da bin ich ziemlich froh drum, muss ich sagen. Weil in der Map vor dem Garten war nämlich auch schon so ein Gartenzwerg und hat mich angesehen. Vielleicht versteckt er sich auf dem Gerüst. Bisschen Sorgen. Ich hoffe nicht. Womit fangen wir dann an? Mit den Bänken, oder? Bänke, Mülleimer. Oh Gott. Okay. Oh, ach so, der ist rot. Ja, okay. Dann ist das hier... Nee, ist das rot oder gelb? Gelb, glaube ich. Beides. Ah. So eine Bank ist das. Eine Volksbank. Ha. Ha. Richtig. Ich glaube aber, das sind eher die Farben der Sparkasse, oder? Sparkasse nicht nur rot? Rot-weiß? Rot? Ja, aber Volksbank ist doch, glaube ich, rot-blau. Oder nicht? Keine Ahnung. Damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Gleich kommt wieder das Geräusch. Quatsch. Ach, weil die Bank schon so gut wie fertig ist. Nee, ich hab's ausgemacht. Glaube ich dir nicht. Eben in den Optionen, hast du doch gesehen. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hätte das auf jeden Fall deutlich leiser gemacht, weil mich das auch genervt hat. Weil ich mich jedes Mal schocken habe. Ist bestimmt laut gedreht. Nee, man kann ja sogar die Lautstärke vom Wasser einzeln einstellen. Ja, ist aber ganz okay so. Hm, fand ich auch. Siehst du? War doch viel besser. Naja. Was habe ich getan? Reiniger benutzt. Oder? Ne, ich habe gar keinen Reiniger. Ich hatte das Ding geöffnet und dann kam das Geräusch. Achso. Ach, wie schön. Ja, okay. Kurzen Kontrollgang machen, wie dreckig die Sachen wirklich sind. Hm.
Ja, okay. Ja, schon ziemlich dreckig. Irgendwie macht mich das traurig, dass eine Bank und der Mülleimer nur 1% gemacht haben. Du weißt ja, was das heißt dann. Das wird ein langer Job. Oh ja. Die gute Bank. Ja, die Bank und du. Ach, bin ich lustig heute wieder. Sowas von lustig. Muss ich aufpassen, dass ich nicht noch lache. Ich mag das Geräusch trotzdem nicht. Was heißt denn trotzdem nicht? Ich mag dieses Bling nicht. Ja, aber warum trotzdem? Ja, weil du es leiser gemacht hast. Trotzdem. Hab ich gar nicht. Ich hab's, ja, hab's. Ich hab das nur erzählt. Da ist ja noch eine Bank. Und noch ein Mülleimer. Ich werd nicht mehr. Ich werd doch. Strafe müsste da gerade irgendwo im Gartenzwerg sitzen. Strafe wofür? Was, Kühe? Strafe wofür, habe ich gefragt. Ich habe verstanden, apropos Kühe. Apropos Kühe, was? Ach, vergiss es. Warte, bitte sei aus Holz. Bitte sei nicht. Ich sehe da schon was Rotes durchschimmern. Was ist denn mit der passiert? Große Güte. Ja. was zum... Oh, ich wüsste gerne, wie das passiert ist. Ich möchte es nicht wissen. Vor allem, dass der Typ sagt, ja, also eigentlich nicht der Rede wert, mein Spielplatz ist ja sauber. Sehr sauber. Wenn man dich auf die Bank setzt, dann hast du aber auch alles. Oh ja. Und zwar zweimal. Wenn's reicht. Aber sei froh, es geht immerhin gut ab. Wie das aussieht. Das sieht aus wie eine Bank, die in so einem Park steht, wie hier bei uns, einfach in diesem kleinen Park, den man dort im Dorf hat. Und das sieht dann aus wie ein Spielzeug, wie eine Spielplatzbank. Das sieht aus wie so eine Billo-Bank, die man irgendwo an Waldrand oder so hinstellt. Ich weiß nicht, wie die so dreckig gekriegt haben. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh, warte, doch, mach ich. Aber dafür kriege ich Geld. Oh, wenn ich so nur echtes Geld verdienen würde. Das wäre, weiß nicht, mir zu anstrengend. Ey, jetzt. Echt, das Spiel spielen und dafür Geld bekommen? Wäre dir zu anstrengend. Ich dachte, du meinst es in echt mit so einem Mobbing. Nee, ich meine hier, ich hatte die Bank sauber gemacht, jetzt bekomme ich hier nochmal 20 Euro auf die Hand. Gut. So meine ich das. Alter. Ja. Ich darf schon in echt rumlaufen mit so einem Ding.
Das Karussell sieht spaßig. Spaßig aus. Findest du? Ja. Da hatte man als Kind immer viel Spaß mit. Kann ich nicht beurteilen, ich war nie ein Kind. Deine Frau. Oh Gott. Oh, dieses von unten reinigen ist echt so nervig. Ich weiß auch gar nicht, wie das von unten so dreckig wird. Oder dann im Gegenzug meinetwegen, wie es von oben so dreckig wird, weil... Entweder wird es von unten nicht dreckig, weil kein Dreck dran kommt, oder es wird dann von oben sauber, weil es mal regnet. Das ist alles irrelevant. Solange wir nicht wissen, wie die Bank so dreckig wurde. Das stimmt. Das ist ein Fall für diese Mystery-Sendung, die es mal gab. Du weißt, sie, die immer irgendwas angefangen haben, aber am Ende gesagt haben, leider konnten wir es diesmal auch wieder nicht klären. Es wird wohl für immer ein Mysterium bleiben. Genau die meine ich. Ist noch so viel Dreck drauf. Oh ja. Allein die Stangen. Ich denke, du magst Stangen. Ja. Richtig harte Stangen. Mhm. Aber nicht so gebogene. Nein, nein, gerade und aus Edelstahl. Mhm. Kalter Edelstahl. Ach ja. Hier, ich hatte dir das geschrieben, du hast ja gar nicht richtig darauf reagiert. Als ich letztens beim Arzt war, habe ich unseren Elektrolehrer gesehen. Welchen? Den mit dem Tisch. Tisch. Der mit der Schippe Sand. Ja. Echt? Ja. Das hab ich irgendwie überlesen. Der war auch beim Arzt da. Der hatte irgendeine Schlinge um den Arm. Der hat sich irgendwas gemacht. Ja, der hat viel mit seinen 24-Volt-Schaltungen gespielt. Dann wieder die Glühbirne geplatzt. Er hat den einen aus unserer Klasse damals vermöbelt. Was meinst du? Den einen aus unserer Klasse bestimmt vermöbelt gehabt, der diese Schaltung damals in die falsche Steckdose gesteckt hat. Das sind ja alle Lampen geplatzt dadurch. Den Lackschuh. Ja. Oh, was hat er sich aufgeregt, der Alte. Ah, das war schön. Das war hier die beste Zeit. Findest du? Ja. Ja, stimmt, davor waren wir noch nicht in der Klasse. Nee. Das kam ja erst da. Der Elektrotechniklehrer, der uns immer genervt hat mit seinem GTA-Server. Ja. Wobei ich sagen muss, jetzt im Nachhinein denke ich die ganze Zeit drüber nach.
Warum habe ich mich eigentlich für Metall und Elektronik entschieden? Hättest du lieber Medizin machen wollen? Das auch nicht so wirklich, aber eigentlich was. Ich weiß nicht, aber Metall und Elektronik ist alles nicht wirklich mein Fachgebiet. Du hast gesehen, wie ich mich in Metall angestellt habe und du hast gesehen, wie fasziniert ich von Elektrik war. Ja, man muss sagen, du hast dich gut dadurch geschummelt. Das stimmt. Also jetzt für die Zuschauer nicht richtig geschummelt, sondern so im übertragenen Sinn. Ja, ist schon klar, aber außer im Deutschunterricht bei der Buchpräsentation. Oh, da bin ich einfach so genial gewesen. Drei Seiten von dem Schinken gelesen. Ja, da sollten wir eine Lektüre lesen und dann eine Arbeit drüber schreiben. Ich war der Einzige, der nichts davon gelesen hat. Ich habe zwei, drei Seiten gelesen und bei der Arbeit hatte ich eine der besten Noten. Ich hatte einfach schöne drei geschrieben und kein anderer hat wirklich irgendwas hinbekommen da. Ja, also, und ich habe dieses verdammte Buch auf Krampf noch gelesen, einen Tag vorher, und schreibt eine 4. Tja. Naja. Gewusst wie? Habe ich bei Lektüren tatsächlich schon immer so gemacht. Ach, ich frage mich, wie du die Sachen beantworten konntest, ohne es gelesen zu haben. Ja, das war. Soll ich das erklären? Wir durften ja das Buch auch dabei benutzen. Wir durften ja auch nachschlagen, rein theoretisch. Aber wenn man nicht wusste, wo was ist, dann hatte man da trotzdem Probleme. Aber trotzdem habe ich mir das irgendwie zusammengereimt, wo was stehen könnte, was ich wissen möchte. Karussell ist fertig. Oh Gott, können wir das Klettergerüst einfach ausblenden, jedes Mal, wenn ich das sehe? Ah. Gute Metallunterricht. Oh ja. Bin ich froh, dass ich mit dem ganzen Zeug nichts mehr zu tun habe. Wir hatten aber auch eine furchtbare Klasse, muss ich sagen. Ich meine, man hört nicht oft, dass eine Klasse einen Lehrer zum Weinen bringt. Meinst du unsere Deutschlehrerin? Ja. Ich fand's klasse. 1:0 für sie. Und dann flog die Brille gegen die Tafel. Ah. Ah, oder bei der Klassenfindungsfahrt, wie du an dem Netz hängen geblieben bist. Da hat jemand im Wald ein Netz aufgespannt. Mitten Das im war ein Wald. Volleyballfeld. Das war Das mitten im Wald. war direkt neben dem Haus. Das war nicht mitten im Wald. Das war mitten im Wald. Und dann rennte da gegen das Netz. Und ich habe mich so hart besoffen mit dem Wein. Ich weiß. Die ganze Zeit gesoffen, dann hatte ich irgendwann zu viel, dann habe ich erstmal alles wieder ausgekotzt, bin ins Bett gegangen, ein paar Minuten später bin ich aufgestanden und habe weiter gesoffen. Ach, war das schön. Das war so die einzige Schulklasse, wo ich sagen muss, dass man sich irgendwie mit jedem verstanden hat. Da gab es irgendwie nie Stress. Das stimmt schon. Die waren alle in Ordnung. Ja, von die Klassen waren größtenteils Abschaum. Ja. Vor allem bei dir. Du hast, glaube ich, immer eine ganz schöne Arschkarte gehabt. Ja, wir waren ja Ich so eine meine, Stadtklasse. einer deiner Mitschüler hat dir den Daumen gebrochen. Nicht gebrochen, in der Tür eingeklemmt, dass er aufgeplatzt ist komplett. Das kommt doch wohl nah genug dran. Ah, er war so gut wie abgerissen. Oh Mann. Ja, Idioten alles. Ja.
dauert so fucking ewig, bis dieser Spielplatz sauber ist. Oh ja, das wird bestimmt 4-5 Folgen in Anspruch nehmen. Ja. Ich weiß noch, wo der eine bei dieser Klassenfindung Treppe hochmarschiert ist und das ganze Bier aus der Hand gescheppert ist. Ja. Die hat die Treppe runtergeklatscht. Ach ja. Für mich kein Verlust, ich hatte meinen Wein. Ja, du hattest deinen Wein. Und für unsere Lehrer, ja. Die haben sich doch das Boot gemietet. Die waren noch ein paar Stunden weg. Mhm. Frag mich, was die da gemacht haben. Das will ich gar nicht wissen. Wie er dann als mit seinem Modellboot gespielt hat und uns noch genervt hat damit. Du durftest doch auch mit dem Modellboot von unserem Lehrer spielen. Ich durfte mit dem Modellbootchen spielen. Oh, das ist auch so einer gewesen. Oh, wie geil der auf seine Modelle dauernd war. Ja, seine Bootchen, Flugzeuge, Autos, alles Mögliche. Mhm. Und dann die ganze Zeit immer auf seinem GTA San Andreas Server. Ja, hat immer so richtig groß getan, dann hatten wir uns nochmal eingeloggt. Dann hat er nur Taschendiebstähle begangen und hat sofort seine Strafe bezahlt. Ja, super. Echt traurig. Wer das noch spielt? Bestimmt. Nee, wobei... Jetzt, wo er seinen Schnurrbart verloren hat, ist er nicht mehr so cool. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, stimmt. Und er hat ja auch dauernd seine Milch gesoffen. Immer mit der Packung Milch in der Hand ist er rumgelaufen. Immer, immer. Schon interessant, was man alles so für Menschen trifft. Ja. Weil ich sagen muss, der erotischste Unterricht war ja wohl eindeutig EDV. EDV? Ja klar, wo wir Excel-Tabellen gemacht haben und so etwas, und er meint hat, dass er die Spalten ja immer schön breiter mag und alles. Ach ja. dieses ganze Zweideutige dabei. Muss ich doch das schon geil. Haben. Und ist dem einfach scheißegal, war. Ja. Er hatte ja seine Spalten. Mhm. Oder unser Religionslehrer. Ja, der ist ja, natürlich klar. noch eine ganze Trophäe. Oh ja. Oh, da ich... Nee. Die Rutsche zählt als was Einzelnes, dann mache ich erstmal die Rutsche. Dann habe ich wenigstens gleich nochmal das Bing. Fühlst du dich schon besser? Ja, dann weiß ich nämlich, dass ich überhaupt was geschafft habe. Hm. Ich meine, guck mal den Balken vom Boden an noch. Ob ich alles um das Ding da drum weggemacht habe. Wenn du eine größere Düse nimmst für den Boden. Ja, aber dann könnte das Problem sein, wenn es nicht richtig sauber wird, dann muss ich überall nochmal drüber gehen mit einer kleineren Düse. Auch blöd. Möchte es lieber in einem Gang richtig machen, als zu halb. Beste war ja auch immer der Sportunterricht. Welcher Sportunterricht? Ganz genau. Ob wir auch für uns gedrückt haben, ey. Ja, aber ganz ehrlich, mit so einem Arschloch als Lehrer. Ja. Wir kamen aber auch immer gut durch damit.
Ja. Selten aufgefallen. Dann, wo ich die Ausbildung gemacht hatte, war der Typ ja sogar mein Klassenlehrer. Ah. Habt ihr nochmal zusammen schön darüber gelacht, wie der eine sich beim Laufen den Fuß gebrochen hat? Wir hatten ja auch in der Ausbildung Sport und da hat er tatsächlich eine Anspielung darauf gebracht. Sieht man ja auch nicht alle Tage, dass jemand im ganz normalen Gehen auf einmal sich hinsetzt und sagt, Fuß gebrochen. Und dann geht er ins Krankenhaus. Und er war wirklich gebrochen. Ja. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Ich glaube, das Klettergerüst wird ekelhaft. Ja. Sehe ich ganz genauso. Allein die Rutsche. Die ist ja schon mies. Alter, wo ist sie denn? Mann, ey. Ja, das frage ich mich gerade auch. Oh. Oh. Hat keiner gesehen, das lasse ich da für die Kinder. Kann sich freuen. Okay, sag's mir, wo habe ich was vergessen? Da? Ja. Doch irgendwo noch viel mehr. Aha! Aha. Da unten. Ah. Sehr gut, weil die Folge ist nämlich gleich schon wieder vorbei. Deswegen wollte ich noch mal irgendwas Schönes haben. Hocker zählt als was Einzelnes. Wahrscheinlich zählen beide Hocker als eins. Und die Stange. Weißt du, was das Schlimmste ist? Habe ich mich erschrocken. Was denn? Diese 3 Tage, wo wir ins Kloster mussten. Ganz ehrlich, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Sei froh. Sei froh. Tja. Das waren die schlimmsten 3 Tage in meinem Leben. Alter. Mach doch erst die Stegokutsche. Sieht doch noch ganz lustig aus. Ja. Dringend den besseren Österreich. Oh ja, den brauche ich. Dann hast du, glaube ich, auch mehr Druck bei einer großen Düse, oder? Hm.
So, damit sind wir aber schon am Ende der Folge angekommen. So, mal kurz hier. Ah, zu viel Dreck eingeatmet hier. Damit bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Power Wash Simulator hier auf unserem LP. Bis dann.